Bist du bereit? Ja. Okay, dann geht's jetzt los. Martin! Die größten Planeswalker der Welt gegen Chandra und Garuk. 20 Minuten gebraucht haben, um ein Match zu verlieren. 25. Es ist peinlich. Ja. Und ich habe gar nichts gespielt, aber diesmal bin ich nicht mehr meines Blut, weil ich Monocolor bin. Sehr gut. Ja, super, du hast 18.000 Länder. Ja, aber halt... Ja, 80.000 Länder ist doch besser als gerade. Nee, du hattest auch 80.000, aber die falschen Farben. Ja, ich habe Pazifismus auf der Hand und da sage ich doch direkt, das ist gut. Nee, weiß ist gar nicht so schlecht. Siehst du, und da ist schon was Monkeys. Feiertag. Und das Ding ist ultra nervig, die Bots spielen das immer. Gibt's die Karte? Ich wusste gar nicht, wurde die Karte auf Deutsch im Recht auch geprintet? Ja klar, das sind alles bekannte Karten. Wann heißt die Feiertag? Holiday, Alter. Gibt's auch Karneval? Nein. Oder Weihnachten? Holiday heißt sie auf Englisch. Oh, Weihnachten gibt's, fällt mir gerade ein. Und auch Halloween. Das ist Halloween. Du musst Dreieck drücken. Bär. Na, der blöde Pika. Captain Pika. 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 Ey, der nervt, den spielst du auch immer. Ja, dann lege ich den Falken, das sei denn, der kostet weniger. Nee. Ich überlege, ob ich hier Riesenwuchs einfach mal abnutzen soll gegen den Bären, aber ich mach's einfach nicht. Ich will nicht. Warum zeigt ihr mir an, dass ich Fliegen nicht blocken kann, wenn ich Fliegen auf meiner Seite habe? Ja, damit du weißt, dass der Gegner sich nicht herkommt. Ja. Und weiter. Der Pik hat Erstschlag, ne? Ich weiß. Er hat gar nichts. Wie kacke ist die Karte, ja. Ja, eben. Und blöde. Die spielen die alle viermal. Blöde Chandra. Die Decks sind einfach alle scheiße. Und man kann sie auch noch kaufen. Gebt euer Geld nicht für so einen scheiß Deck aus. Ja. Liebe Kinder, die ihr das seht, ja, lasst ihn einfach durch. Komm, und die sind auch noch schlechter, die Decks. Die Decks sind auch noch schlechter einfach, wenn sie kauft. Ah, oh, ich muss drei. Aha. Scheiße, aber nicht selber drücke. Ah, der blöde Elefant aus dem. Wo ist mein Elefant? Wo ist mein Elefant? Ah, 2-2. Auch Wurst. Chandra wird nie 8 Mana haben. Das würde ich nicht sagen, aber ich habe da so einen leckeren Pazifismus, der sagt einfach mal nie. Ich glaube nicht, dass Pazifismus ja was macht. Doch, Pazifismus hast du auch. Ja, hast recht. Hat sich meine Hand irgendwie voll verändert? Mir ist voll nicht aufgefallen, dass ich Riss da hatte, dass ich hier Champion der Elfen hatte und Elfischer Visionär. Was ist das denn für eine Karte? Ist das meine? Ja. Wieso ist die groß? Ah, du guckst die an. Ach so. Ja. Warum ist mein Auswahl? Da ist und da. Genau. Ich will mir die ganze Zeit den Monk angucken, aber das Spiel lässt mich nicht. So, top. Und jetzt haben wir gewonnen, weil ich nämlich Waldtarnung habe. Oh. Das bedeutet, Garuk, fick dich. Du kannst nie wieder blocken. Ja, du hast Waldtarnung, aber ach so, stimmt. Garuk kann nicht mehr blocken. Ja. Die Frage ist einfach, wenn ich jetzt die zusammen angreife, kann Chandra mich dann blocken? Oh, ich könnte ja auch mal angreifen, ne? Ich glaube, blöd, dass ich es nicht tue. Ich bin jetzt einfach mutig und teste das mal und greife. Ja, das ist die Frage, kann ich Chandra angreifen? Also, Chandra kann das dann blocken, oder? Das müssen wir dann sehen. Ja, nee, das ist voll dreist. Ich weiß, Chandra kann blocken, aber Garuk weiß ich nicht. Ja, aber ich kann Garuk ja nicht angreifen, was soll das? Ja, das ist Pech. Ja, aber wie dreist ist das denn bitte? So, ich weiß es nicht. Ja, ich kann nur Chandra angreifen. Ja. Und Chandra kannst du ja blocken. Ja. Ja, kacke. Ja. Fick dich spielen. Ja. Ja, dann greif halt an. Ja, die Dinger, die Sachen, die sich Wizards halt ausdenken, so wie Commander und Magic the Gathering Tactics. Egal, sieht ja trotzdem nicht so schlecht für uns aus. Ja. Vor allem, wenn gleich Riss reinkommt und wir extrem viele Lebenspunkte bekommen, obwohl ich keinen schwarzen Mana leider habe. Ja. Angriff! Angriff. Die machen's. Soll ich mal blocken? Oh, das ist übrigens auch eine coole Ansicht, die ich versehentlich gerade aktiviert habe. Du bist so toll. Ja, ich block mal, oder? Mir egal, wir können auch einen Schaden nehmen, weil wir gleich Lebenspunkte bekommen. Ja, lass den Monk einfach da, weil sonst würden beide sterben, das will ich nicht. Lass ihn einfach alle durch, ist alles kurz egal. In den ersten Phasen ist alles egal. Ja, jetzt kommt Channel und... Ja. Unbeugsame Macht. Oh ja, war auch sehr klug, den nicht vorher zu spielen.
die haben den nicht wirklich gerade nach der Attack Phase gespielt. Ja, passiert. Oh, zack. Cleverbots, die Cleverbots. Lustig, ich bleibe auf drei Ländern haften, aber das macht nichts, weil ich den Champion gespielt habe und der Champion ist echt gut. Ich muss die ganze Zeit mit diesem blöden Vogel. Oh, ich merke gerade, wie extrem schwul das ist, dass der einen Elfen hat. Soll ich den wegmachen? Kann ich nicht. Nee, brauchst du nicht. Ja. Ich kann Lebenspunkteverlust verhindern auf unserer Seite. Das heißt auch nicht viel. Ja, das nervt mich gerade, dass ich mit Waldtarnung scheinbar nichts machen kann. Ich würde jetzt unglaublich gerne Chandra angreifen, aber ich kann's nicht. Ist ja egal. Ja, warten halt. Du müsstest jetzt Garuk angreifen können und ich müsste jetzt Chandra angreifen. Richtig. Ich hab schon Land gespielt, ja. Spiel sagt nein. Oh, irgendjemand deckt nach. Du denkst noch nach. Du musst Dreieck drücken, wenn du nichts willst. Das sagst du mir. Ja. Ich vergesse es doch auch immer. Ich weiß gar nicht, warum man das muss. Incinerate, nein! Ja, nein! In your face. Ja, fick dich, Spiel. Hätte ich mal noch ein Land, könnte ich wenigstens noch hier Wildwuchs machen, aber... Das Spiel will einfach nicht. Ja, du Troll! Ja, genau, das ist nämlich das, damit gewinnt er immer, der Sack. Ja, gleich spielt. Gleich Pazifismus drauf. Kannst du nicht, der hat Schutz vor allem. Also, du kannst. Der hat, ne? Trollschraut halt. Ich hab's vergessen. Ja, was macht den Troll wohl gut? Dass er trollt. Ja. Ja, komm, nehmen wir nochmal alle Schaden. Nee, ich block jetzt was. Ich verhindere den Kampfschaden. Nein, macht jetzt doch noch nicht. Erst später, wenn der Overrun spielt. Du hast gerade eben auch alles so gut gewusst und wir haben verloren. Das ist wohl doch nicht so einfach, das Spiel, wie du gesagt hast. Wir sind nur noch auf 10. Ja, macht nix. Du hast Holy Day, ich hab hier Lebenspunkte, Elfenmacher-Typ, ich hab jetzt Riss. Ja, funktioniert alles nicht. Wir kriegen erstmal 3 Leben, weil ich bin erstmal ein Engel. Da hab ich zwar keinen Mana mehr. Ja, spiel dann. Ich kann ja mit dem Engel blocken. Dann müssen wir jetzt auf 13 sein. Ja. Ich würde wieder mit dem Vogel ankauen. So, ich teste es jetzt mal. Ich bin mal so mutig, greife mal mit einer Kreatur an. Ja. Und zwar Chandra. Und dann gucke ich mal. Weil normalerweise müsste Garuk das dann blocken können. Ja. Und dann gucken wir mal, ob das klappt. So wie ich es mir denke. Du musst Dreieck drücken. Ja, ich habe keine Ahnung, ob ich wirklich mit dem Vogel angreifen soll. Und? Waldtarnung? Funktioniert es? Es funktioniert scheinbar. Oh, der Garuk ist blöd. Ja, oder das. Okay, dann musst du gleich mit allem angreifen. Ja. Wieso? Riss macht jetzt in der nächsten Runde macht er extrem. Guck mal, das Spiel zeigt mir die ganze Zeit an, was wie Fliegen funktioniert, aber es zeigt mir nicht an, wie Waldtarnung funktioniert. Zumindest in diesem Spiel. Ja, weil du noch nichts gespielt hast, was Waldtarnung macht. Ja, aber das hat es dir auch nicht angezeigt. Ja, weil ich das ausgemacht habe. Oh, also. Ja, hier auf dem 5-4er scheißen wir einfach. Wir kriegen jetzt nämlich 5 Lebenspunkte nur dadurch, dass Riss angreift. Und ich habe einen Sumpf gezogen, was schon extrem gut ist. Spiel ich den jugendlichen Ritter, was auch ein extrem schwuler Name. Was? Steht ein jugendlicher Ritter und der sieht aus wie ein alter Sack und ein Riesenbart. Der ist jugendlich. Nee, guck mal. Allheil Britannia. Allheil Britannia. Der hätte ich auch mal eine gute Karte ziehen können. Schön, dass er mir erklärt, wie First Strike funktioniert. Oben den Vogel greife ich jetzt nicht mehr an. Ich überlege gerade, wenn ich angreife, was aufhöre ich dann? Weil 5 Lebenspunkte kriegen ist eigentlich ganz cool. Sicher, dass ich nicht Pazifismus benutzen soll? Nee, lass mal. Was Stärkeres haben die nicht mehr. Außer dem fetten Wurm. Ja, pass auf, ich... mach einfach mal nicht, weil ich greife jetzt mal mit Riss an, dann kriegen wir erstmal 5 Lebenspunkte und ich kann noch regenerieren. Ich greife mit dem Engel an. Und mit dem Falken am besten. Ja, aber der Falken... Stimmt, nein, Chandra kann angreifen, ja. Genau. Ich nicht gesehen. Ja. Nee, ich greife dann einfach mal mit Riss an. Dann kriegen wir 5 Lebenspunkte, ist das geil? Ja. Oh. Krasser Shit. Und die, alles, was wir verloren haben, wieder. In before, ja, die blocken nicht. Perfekt. Just as planned. Siehst du, läuft doch gut. 18-18. Ja. Und ja, so wie ich das Spiel kenne, wird Overrun. Garuk jetzt Overrun spielen. Das ist typisch, das macht er ja immer. Immer den Troll und immer Overrun.
Und der Troll ist nicht mal seine Superkarte. Glaube ich. Ich meine, den hat er immer drin. Ja, glaube ich auch. Loxon und Warhammer ist, glaube ich, die Superkarte. Oh, Bären. Da legt der noch einen Bären auf. Da lassen wir uns den Bären aufbinden. Da lassen wir uns Bären aufbinden, natürlich. Das hat lange gedauert. Der hat sogar alle drei Bären draußen. Ja. Ah, geht da all in. All in. First Break, ich mal was tot. Das war die 3-2. Nein, spiel Holy Day. Bitte. Bitte, ja. Ja, ich kann grad nicht. Wieso nicht? Wie soll ich das jetzt noch machen? Ach so, pass auf, nee. Ja, die Frage ist, warte. Ich glaube. Ich glaube, du kannst, bevor der Schaden rauskommt, Holy Day spielen. Ja. Warte, was macht Holy Day? Warte. R2? Fenrir Kampfschaden, okay. Also nach unserer Logik dürftest du gleich darauf reagieren, bevor der Schaden rauskommt, Holy Day spielen. Und weil es nicht funktionieren wird, werden wir sterben. Ja, deswegen ist die Frage, ob wir jetzt einfach sicherheitshalber schon mal blocken, weil wenn kein Schaden zugefügt wird, überleben unsere Kreaturen. Genau, ja, dann lass mal vorsichtshalber blocken. Ja, blocken wir mal lieber. Also, liebe Zuschauer, ich sagte, das funktioniert nicht mehr. Wir hätten es gerade machen sollen, direkt als wir in den Attack-Phase gegangen sind. Das ist ein totaler Beschisterspiel. Ja, pass auf, wir blocken jetzt einfach mal sicherheitshalber. Ja, ich werde dann noch 1-2-2 ausschalten. Das ist eigentlich völlig, spielt keine Rolle welchen. Ja, dann den 5-4er lassen wir einfach durch. Blocks, also das blockst du schon? 3. Obwohl, ich nehme einfach die fliegende Kreatur und block damit den. Ja. Typi und der Engel, der ist dann immer noch da und wir fliegen dann. Ja. Okay, pass auf, also wir drücken gleich Dreieck und du drückst sofort. Sofort Viereck, okay? 1-2, los, Viereck! Genau, perfekt. Ja, klappt. Perfekt. Jetzt hat mir das fast das Spiel versaut. Ja. Und jetzt habe ich Pazifismus gespielt, aber gut, dass das nicht passieren kann. Boah, da rappelt mein Controller. Ja, meiner nicht. Zum Glück. Ja, aber gut, dass das alles nochmal angezeigt wird. Zum Glück hat das alles mal funktioniert. Ich wette, das hat gar nicht funktioniert und wir sterben trotzdem. Nur durch die Anzeige wurden wir einfach gerettet. Ja. Ich sagte Yu-Gi-Oh! Für die PSP, das beste Trading-Kartenspiel, das es gibt. Ja, kann ich empfehlen. Okay. So. Und jetzt haben wir gewonnen. Cockblock. Was soll ich, Pazifist? Nee, warte, lass mich kurz rechnen. Ah, warte, der hat noch Kreaturen zum Blocken, der Pisser. Ja. Nein, kann der nicht, der kann meine Kreaturen nicht blocken, weil die haben alle hier, ne? Das, was ich mache. 4 plus 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, das heißt, die wären bei 5. Ja. Und wir haben damit. Ich mach 4 Schaden. Okay. Na, warte. Damit haben wir gewonnen. Wir sind die. Ich kann auch Pazifismus machen, dann kann ich. Stimmt, klar, okay, mach. Ich pazifiste mal die. Ja, die 2-2er. Nein, die 2-2er, das sind die einzigen, die ungeblockt sind. Ja. Warte, die tricksen uns aus. Die schießen gleich 1000 Spells auf uns, ich sag's dir. Das ist mir egal. Ja, okay, dann mach. Wir müssen halt, ne? Das ist Glück. Ja, pass auf. Okay, Angriffsphase. Wir greifen einfach. Vor allem hat bei mir das First-Strike. Das ist natürlich sehr praktisch. So muss das sein. Ja, vor allen Dingen, ich habe noch Riesenwuchs. Das heißt, wenn der wirklich noch mit irgendwas blockt, kann ich noch ein paar Sachen retten. Ja. Greif noch mit dem einen Ding an, was du. Oder hast du es gerade gespielt? Ja, das habe ich gerade gespielt. Okay. Erschreckend, wie gehypt wir gerade sind, obwohl das Spiel eigentlich kacke ist. Ja, sag ich doch, im Koop macht das schon relativ Spaß. Ja, und da blocken die nicht, da trauen die sich noch nicht mal. Alles geht kaputt, alles geht kaputt. Ich wette, die werden mit einem Lebenspunkt überleben und ich habe vergessen, Riesenwuchs zu spielen. Was? Hallo? Wir haben doch noch einen Blocker. Ja, aber trotzdem. Ja, egal. Wo ist dein Problem? Ja, trotzdem, dass wir beinahe Schiff gehören. Ohne dich, ja. Hätten die überlebt. Boah, ich hab sogar eine Trophäe bekommen. Ja. Ja, Verteidiger von Foris, wer auch immer das ist. Ja, das gibt's nicht mehr in Magic, das Ding. Ja. Gute Frage. Jubel, wir haben's geschafft. Dumme Gegner ausgestaltet. Boah, sind wir stolz. Ja, du kriegst übrigens für jeden, glaube ich, eine Trophäe. Nein, glaube ich nicht. Oder für alle. Ja, das war ja. Oder für alle drei. Eigentlich ist es traurig, dass wir uns so freuen, weil wir hätten auch in den Park gehen können, kleine Kinder verprügeln können, die eindeutig schwächer sind als wir. Das wäre ungefähr auf dasselbe hinausgekommen. Zeit verschwenden. Ja. Wobei ein Kind kann dann seinen Vater rufen, das ist dann Overrun von Garo. Natürlich. Ja. Der macht dann Mind of Oaks, hat riesen Arme, haut uns kaputt. Ja. Ja, Stille
wir wissen nicht mehr, was wir sagen sollen, weil wir peinlich berührt sind. Denn er kann ja kein Mongo schlagen. Ja, Mongo? Okay, stimmt. Wir sind behindert. Ja, das war's. Ich hoffe, musste auch meinen Betreuer spielen lassen. Ja, ich hoffe, wir konnten euch erheitern, liebe Menschen des Internets. Ja, geschmackloser Humor ist ja herrlich. Der beste Humor, den es gibt. Ja. Also, freut euch, vielleicht spielen wir demnächst nochmal ein bisschen Magic. Magic the Kacke Ring. Keine Ahnung. Wir mögen es nicht besonders. Wir mögen das Originalspiel sehr, aber Duel of the Planeswalkers oder wie auch immer dieses Spiel heißen mag. Ja, für Anfänger gut. Für uns Profis. Oh. Kann sich also was erreichen, außer wir spielen gegen Garuk und Maike macht wieder nichts. Ja. Es ist auch gut, dass wir gerade nichts erklärt haben und keiner hat gecheckt, was wir denn überhaupt machen. Ja, Mann, was soll's? Es ist egal. Ich hab's auch nicht gecheckt. Wir haben auch so viele Fehler gemacht, bloß weil wir nicht Viereck gedrückt haben. Ja. Ja, dann. Einfach gespielt. Egal. Vielen Dank fürs Zuschauen, das hat sich doch mal gelohnt. Ich glaube, eine Stunde eures Lebens wundervoll verbracht und nicht verschwendet. Bis demnächst. Macht's gut.